Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. ALDH2 steht für Aldehydehydrogenase 2, ein wichtiges Enzym, das am Alkoholstoffwechsel beteiligt ist. ALDH2 ist für den Abbau einer giftigen Substanz, nämlich Acetaldehyd, verantwortlich, die durch Alkoholkonsum, Rauchen, Luftverschmutzung und hohen Zuckerkonsum in unseren Körper gelangt. Normalerweise baut das Enzym ALDH2-Acetaldehyd schnell und sicher ab. Genetische Variabilität im Gen, das dieses Enzym kodiert, kann zu einer Fehlfunktion von ALDH2 führen, wodurch Acetaldehyd nicht richtig abgebaut wird und sich im Körper ansammelt, was möglicherweise zu Schäden führen kann. Eine langfristige Acetaldehyd-Exposition kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, einschließlich eines erhöhten Risikos für Krankheiten wie Magen-Darm- und Speiseröhrenkrebs, Leberzirrhose und Alzheimer. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.